Wie auch in den vergangenen Jahren gibt es auch dieses Jahr wieder ein Ostevent. Willkommen zum Erklärvideo zum Ostevent 2013 in Farmerama. Ja, wir sehen also die blinke Uhr, die blinkt hier ziemlich. 166 Stunden vor wenigen Minuten gestartet. Ja, wir könnten hier gleich mal draufklicken, dann würden wir hier zu der Erklärung kommen zum Eventplatz. Vielleicht haben wir sich bin doch etwas verkühlt. Ich hoffe, das geht hier einigermaßen. Und dann, oder wir könnten einfach auch in die Stadt gehen. Und hier auf dem Eventplatz würden wir es ebenfalls finden, den Oster-Eventplatz. So, was fällt gleich mal auf, wenn wir in der Stadt sind? Ja? Und zwar müssen wir auch wie im vergangenen Jahr wieder Ostereier suchen in unserer Stadt. Diese gibt es in verschiedenen Größen. Um genau zu sein, in vier verschiedenen Größen. Und zwar hier eins. Hätten wir, glaube ich, hier das zweitgrößte oder auch nicht genau drei und das viertgrößte. Wir schauen uns gleich mal dann die Werte an. Schauen wir uns mal kurz die Werte an. Ja, Größe S für Gegenwert 10, Moospenny, dann Mittel 20, Large 25 und XL für 30. Diese Ostereier könnt ihr auch unter anderem an eure Nachbarn verschicken. Und genau dann könnt ihr nur eins verschicken. Ihr könnt nur das kleinste, das Osterei Small oder S an die Nachbarn verschicken, jeweils 7 Stück. Sonst hättet ihr auch noch die Möglichkeit, im Shopping Center hier unter Saisonartikel diese Ostereier zu kaufen. Wieder wie gewohnt die Werte 1 für 2 Tupfkuchen, 50 für 85, 100 für 51 Tupfkuchen und 51 Ostereier für 200 Tupfkuchen. Ihr könnt allerdings nur die S, die Small, kaufen. Es gibt auch wieder zwei Eventkörbe. Einerseits den Osterkorb. Für, ich habe es jetzt auch nicht, ich weiß jetzt auch nicht, ich habe noch gar nicht nachgeguckt. So, jetzt heißt es ein bisschen warten. Ah, okay, für 10 Euro den größeren, also den Osterkorb für 10 Euro. Welche 1000 Gänseblümchen, dann kommen wir gleich dazu. 300 Gänseblümchen kommen vor. 20 Ostereier. M10, L, zwei Karotten aufgeschnitten und 200 Superdinger beinhaltet, ist nur einmal pro Account kaufbar. Wie auch das Osterkörbchen, ebenfalls nur einmal pro Account kaufbar, kostet allerdings nicht 10 Euro, sondern nur 1,99, beinhaltet dafür auch etwas weniger, um genau zu sein, nur 100 Gänseblümchen, 100 Gänseblümchen Komfort, 5 Oster-IM und 50 Superdünger. So, was sind jetzt hier die Gänseblümchen? Und zwar die Gänseblümchen ist die Pflanze, die gibt es in zwei verschiedenen Möglichkeiten. Einerseits das Gänseblümchen normal. Und da gibt es noch das Gänseblümchen Komfort. Und zwar, normales Gänseblümchen, ihr bekommt wieder ein Starterpaket von 10 Stück. Sollten nach 5 Stunden eure Gänseblümchen unter 5 fallen, werden sie wieder auf 5 aufgebucht, aufgestockt. Habt ihr die Möglichkeit, hier gibt es einen kleinen Button bei Wechsel, wähle eine Pflanzenkategorie, entweder Gänseblümchen, was bei mir derzeit ist, oder Gänseblümchen Komfort. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, ihr müsst wählen, nehmt ihr Gänseblümchen normal oder eben das Komfort. Unterschied ist, beim normalen Gänseblümchen hat nur eine Produktionszeit von 4 Stunden, bringt dann allerdings auch nur 5 Gegenwert. Für was brauche ich den Gegenwert? Kommen wir gleich dazu. Und Gänseblümchen Komfort, das würde 8 Stunden dauern, dafür allerdings 8 Gegenwert bringen. Jetzt kann man sich auch rechnen. Hier, mal 8 Stunden, also mal 2, werden dann 10. Also das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er es einteilen will. Man hat die Möglichkeit, einmal während des Events zu wechseln. Und wenn man dann sagt, ja, war ein Fehler, ich will dann doch noch einmal wechseln, dann kostet dies 15 Tupfkuchen. Soweit, glaube ich, habe ich das verstanden. Müsst ihr hier die FAQ, findet ihr wieder in der Videobeschreibung verlinkt. Da müsste es das auch alles stehen. Nochmal zum langsamen Nachlesen. So, jetzt ist die gute Frage, was bringen eben diese Gegenwert? Und zwar diese Gegenwert, diese angesprochenen, benötigt ihr, um hier den Aufgaben, es gibt 1, 2, 3, 4, 5, da können wir mal kurz hineinblicken. Wie zum Beispiel hier werden gefordert, einerseits Fortschritt in Gegenwert, Entschuldigung, eben 300, das jetzt sind von den Ostereiern. Haben wir die Gegenwert schon angesprochen, würde ich hier nochmal auf Liste 10. Und dann eben von den Eventpflanzen, die man 35.000. Und dann habt ihr die Möglichkeit, was macht ihr? Komfort oder eben das normale Gänseblümchen. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Einmal um, dann kann man ja doch sonst eben für TG. Dann schauen wir uns kurz mal die Gewinne an, was es abzuräumen gibt.
Einerseits, es gibt, wie bereits angesprochen, fünf Aufgaben in der ersten, oder ja, man kann es nicht mal erst bezeichnen, gebe es jedenfalls ein Schattenspiel, das ist dieses Item hier. Hier, das Schattenspiel bringt 52 EP alle 12 Stunden. Ja, benötigt ein Einfeld. Dann gibt es wieder mal nach Langen eine Wolkenlinie-Reihe für Ostern. Dies ist dies hier. Nur zu bestücken mit den Items aus dem Oster-Event bringt dann die Wolkenwunderreihe eben alle 24 Stunden 1500 EP. Dann haben wir einen Event-Sticker wie gewohnt. Dies ist dieser hier. Diesen Osteromat, auch ganz lustig. Und den noch Superfutter, sonst nicht. Super Düngerstärke gibt es auch immer wieder. Auch nicht schlecht. Und dann auch was ganz Besonderes, da würden sich eine sicher sehr freuen, ist Geschmackssache, und zwar einen Zuckerbaum. Ja. Man kann sehen, wie man es will. Man kann sehen, oh, klasse, den habe ich noch nicht. Den wollte ich unbedingt, den bekommen den sowieso nie. Und ich bin kein Echtgeldspieler. Toll, klasse. Oder, wow, ich habe so viel, jetzt wird entwertet. Das ist ja nicht mehr so viel wert beim nächsten Gift und Trade etc. Ja, so kann man das sehen. Dann gibt es als weiteres Item einen Sci-Fi-Automat. Keine Ahnung, wie man den jetzt hier ausspricht. Weiteres Item, das ist dieser hier, welcher 1000 EP bringt. Ganz, ganz schön viel. Alle 11 Stunden allerdings auf einen Viererfeld. Und als letztes Item gibt es da noch Sigi Freund. Und dann gibt es auch noch RTL-Volkopo-Game, auch sehr schön. Sigi Freund bringt euch 755 EP auf einen Zweifeld alle 16 Stunden. Und da kann man sich dann schon ausrechnen. Man muss kein Mathematik-Genie sein. 1000 plus 750, das wären schon 1750. Und da hätten wir die Wolkenwunderreihe schon übertroffen. Naja. Naja, was soll man noch sagen zu diesem Wunderreihe? Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Sonst noch kurz ein paar Nebendaten. Einerseits könnt ihr ab Level 2, glaube ich, beim Event teilnehmen. Und es geht eben von heute ist gestartet und geht dann bis zum 3.14. um 14 Uhr. Kurz noch zu den Summen, die gefordert werden. Wenn ihr jetzt hier nur mit den normalen Gänseblümchen arbeiten würdet, dann würdet ihr insgesamt 25.000 Gänseblümchen benötigen. Oder ihr entscheidet eben euch nur für den Komfort. Dann wären es 15.625, sonst mischt eben so ein bisschen, habt ihr auch die Möglichkeit. Ja, bleibt euch überlassen. Schlussendlich dann auch noch ein bisschen Nebenprodukte, wie eben 100 Enten, glaube ich, werden hier irgendwo gefordert. Ich habe sie auch nicht im Kopf, schauen wir mal kurz rein. Ja, 100 Enten werden gefordert. Des Weiteren noch 20, 25 Schweine, 60 Pferde und noch 50 Kühe, plus eben dann noch die Ostereier, welche insgesamt in einem Gegenwert von 3000 Moosbeeren gefordert werden und die Wimpflanzen im Gegenwert von 125.000. So, das die ganzen Daten zum Spiel, wenn nicht zum Spiel, zum Event. Ja, wie werde ich vorgehen? Und zwar kann ich nur sagen, ich mache am Anfang dann natürlich auch einmal mit großen Feldern, bestücke ich so weit, bis ich dann auf kleine umsteigen kann mit Karotten, Apfelchutney. Wird schaffbar sein, ja, jetzt geht es 166 Stunden, sprich bis zum 3.4. Also das ist eine Woche. Da werden wir sehen. Also ich denke schon, dass es machbar ist. Es bedeutet eben wieder ein bisschen mehr Stress. Ostereier suchen muss man auch immer wieder mal in die Stadt gucken. Des Weiteren, wie ich das Event finde und etc. Das werde ich dann wieder ein Event im Check-Video machen. Da will ich jetzt gar nicht so näher drauf eingehen. Aber ich kann euch mal fragen, wie ihr denn das Event findet. Es wird dann auch wieder ein Event-Vergleichsvideo kommen. Die ganzen Ost-Events in der Vergangenheit. Verglichen, was war damals, was war heute etc. Ja, also mehr fällt mir gar nicht ein, wo ich jetzt zum Ostevent noch sagen kann. Außer, dass ich euch viel Spaß wünsche beim Event, sofern ihr mitmacht. Viel Spaß beim Eiersuche. Auch ganz lustig wieder. Auch wenn es im vergangenen Jahr auch so war. Da kann man auch wieder sehen, wie man will. Viel Spaß beim Event. Wie macht ihr mit? Wie findet ihr es? Würde mich mal interessieren. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal.